Was würden Sie uns raten, wenn wir die Welt jetzt einfach mal profan sehen? Also, wir haben die Katastrophe in der Natur. Manche sagen, wir sind selber daran schuld, indem wir den Klimawandel befeuern, indem wir große CO2-Mengen in die Luft jagen. Wir sind schuld daran, weil wir zu viel Fleisch essen, dass die Regenwälder niedergehen. Wir sind schuld daran, dass wir irgendwie arme, verhungernde Menschen haben, weil wir dem Finanzkapital alle Schleusen geöffnet haben. Was würden Sie als Christ und aber als Psychotherapeut und vielleicht sogar als Superpolitiker dazu sagen? Es gibt keine geschlossene Generalantwort zu einer solchen Vielfalt von Problemen, aber sie alle hängen zusammen. Und gerade die Quälerei, die wir den Tieren zufügen, die Selbstverständlichkeit, mit der wir in der Massentierhaltung Milliarden Tiere zu Tode quälen, es kann im Tierschutzgesetz stehen, was will, das Verbrennen der tropischen Regenwälder, das weitergeht, 50 Millionen Menschen, die jedes Jahr verhungern. Und wir erklären, dass wir aus der Krise als Gewinner hervorgehen werden hier im Reichstag. Ich finde das alles ungeheuerlich. Das schreit danach, dass wir vielleicht an einem symptomatischen Zentrum einmal festgemacht einer Jüdin folgen sollten, Simone Weil. 1943, in den Tagen Hitlers, kommt sie darauf, sich zu fragen, was in diesem Manne vor sich geht, eine Jüdin. Und sagt, er ist wahrscheinlich auch ein Opfer der Tatsache, dass wir den Begriff der Größe völlig falsch definieren. Er hat gelesen die Monographie über Crassus, da war er 12 Jahre alt. Wenn Massenmörder, wenn geldgierige Säcke als groß dastehen, als Staatsmänner gefeiert werden, was soll denn aus Kindern werden? Was steht in unseren Geschichtsbüchern? Groß nennen wir eine Staatsmacht, die imstande ist, für 700 Milliarden Dollar Rüstung so absolut zur Weltherrschaft aufzubauen, dass sie mit ihren Drohnen gezielt töten kann an jeder Stelle der Welt. Wir halten das immer noch für groß. Nicht für ein Verbrechen, dass es überhaupt geschieht. Wir halten für groß die Leute, die die 10% der Oberen in der deutschen Gesellschaft bilden und 60% des gesamten Volksvermögens in den Händen haben. Die dürfen wir nicht besteuern, oh Gott. Sie sind imstande, ihre Senatoren zu sponsern und in den amerikanischen Senat und auch über die Lobbygruppen in den Bundestag zu schieben. Sie reproduzieren sich selber in den Entscheidungsträgern, weil wir den Begriff der Größe völlig falsch definieren. Da sind wir im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums, fast ein Vermächtnis Jesu an seine Jünger. Die diskutieren gerade, wer der Größte ist. Und Jesus winkt das ab und sagt, wer ein Kind aufnimmt, ist groß. Wer einem anderen Menschen etwas tut, das ihm wirklich zum Leben hilft, ist groß. Martin Luther meinte einmal, eine Frau, die die Wäsche ihres Kindes wäscht, dient Gott wahrscheinlich besser als all diese anderen, die da stehen mit prachtvollen Gewändern, mit Ornat, mit, wir könnten heute sagen, mit Kamera und Medienrummel. Das ist niedrig. Denn es geht da nur um den erweiterten Narzissmus und seine Instrumente. Das wäre, wir lernten ein Stück Mitleid. Das ist mir wichtiger und auch eine große Verwandtschaft zu Sigmund Freud geworden. Statt verurteilen, verstehen. Statt niederreden mit wir wissen's, nachgehen, warum ein anderer die Welt so anders sieht. Wie setzt man Güte an die Stelle von Gewalt? Und wie glaubt man an einen Menschen, der nie an sich hat glauben können und dürfen? Mehr als er selber. Das sind Dinge, die ich mit Jesus verbinde, mit der Psychoanalyse handhaben möchte und die ich als gelebtes Christentum verstehe. Oder besser noch, als die Religionsform oder die Gottesverehrung, die Jesus in die Welt gebracht hat. Das ist keine spezielle Religion, sondern die Vermenschlichung des Menschen.